liebe leichtathletische Kinder. Hier eine Zeitvertreibung bis zu Weihnachten. Und jetzt die zweite Variante. Momentan jetzt, seit 2 Jahren, trainiert sie in der Jugendgruppe mit so 15, 16 Jahren aufwärts bis zu unseren Ältesten. Und davor war sie in der anderen, in der Kindergruppe, bei den so 11, 12 bis 14, 15-Jährigen. Da war sie auch bei mir. Wir versuchen eigentlich ein vielseitiges Training zu machen, ob Sprint, Sprung oder Wurf, in allen Bereichen eigentlich. Und da macht Sophia auch mit, wenn wir einen Tag, wo wir Wurf machen, dann trainiert sie auch den Wurf mit. Am Sprung gar kein Problem, das macht sie eh sehr gerne, springen, ohne Probleme. Das war eigentlich auch schon immer so, bis bei den kleinen Kindern oder bei den großen. Die Gruppe nimmt sie auch, finde ich, auch persönlich sehr gut auf. Wird es nicht irgendwie vernachlässigt, sondern ist immer mittendrin, auch beim Spielen. Sie bekommen die Bälle zugespielt. Sie wird sehr gut aufgenommen und wir haben immer das Gefühl, das macht ihr auch Spaß. Immer gute Laune, das ist auch was, was sehr Positives für die Gruppe. Es gibt immer mal Leute, die sich auch mal hängen lassen, wenn was nicht so gut klappt oder nicht funktioniert oder mal jemand keine so große Lust hat. Wenn Sophia da ist, sie verbreitet immer eine Aura von Freude, von Spaß. Es ist einfach was Schönes, ihr zuzuschauen, mit welchem Enthusiasmus sie den Sport macht und ob es, auch wenn sie jetzt nicht die großen Erfolge hat oder nicht die großen Titel hat, so trotzdem macht sie mit. Sie geht ab und zu auch mal mit auf Wettkämpfe.
Und das sind immer echt was Tolles, weil wir sagen auch, Jürgen, ich im Training, nicht nur der Erste ist wichtig, sondern viel wichtiger ist, dass die Leute Spaß haben und dass sie für sich zufrieden sind mit dem, was sie machen bei uns. Gleich wie vorhin. Ja. Sie war immer so ein recht freudiges Kind, hat immer gelacht, immer, auch als Kleinkind, auch später noch, war immer so, was sie aufgeschlossen hat, alle angelacht, alle Menschen, so ganz offen. Und ich denke mir, irgendwann kommt halt das Bewusstsein, dass man halt doch anders ist wie die anderen.